Womit habe ich das verdient, Bad Gamer? Was haben wir da? Fungus Woods, mindestens 2500, Oktober Jahr 4. Sie sind ausschließlich auf ältere Holzbahnen beschränkt und müssen einen expandierenden Themenpark in Fungus Woods errichten. Einfach so, okay. Einfach so ist auch eine Aussage. Ist auch ein Grund. Dusty Green. Ich glaube, Dusty Green erstmal. Ach so, kräht der Hahn. Ich verstehe. Kann man expandieren? Ja, wir können über diese Felder expandieren. Kann ich eine Achterbahn hin und her bauen? Das ist eine Minigolfanlage. Achso, süß. Das ist auch Minigolf. Oh. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir zahlen die zweimal. Wenn ich die Brücke hier wegnehme, gehen die dann hin und her, können sie wahrscheinlich gar nicht. Zweimal zahlen. Aber das wäre zu einfach. Gut, das erste wären verpflegende Gebäude. Das bedeutet, wir bauen hier eine Info. Hier drüben auch eine. Bevor die nicht wissen, wohin und wo, wieso, weshalb überhaupt. Dann kommt hier eine Toilette hin. Dann kommen Souvenirs. Die Schatz. Hier drüben kommen Sonnenbrillen. Ich habe das Szenario gewonnen, Martin. Ich habe das Szenario eben gewonnen. Ja, es ging deutlich schneller, als ich selber auch vermutet hätte. Oh, Brezeln. Oh, Brezeln. Da brezelt mir doch einer was. Meeresfrüchte. Lieber die guten alten Pommes. Gut, so. Ich würde wahrscheinlich hier einen Weg lang setzen. So. Und dann kann hier ein Fahrgeschäft hin. Rotodrop. Ein Ring mit Sitzen, der zur Spitze eines hohen Turmes gezogen wird, während er sich leicht dreht und dann im freien Fall heruntersaust. Cool. Aber natürlich wissen wir ja, das Erste, was wir immer bauen, ist nicht da. Ich habe nichts gesagt. Kann ich gar nicht bauen. So. Ausgang. Dahin. Eingang. Dahin. Dann ein blauer Weg. Zack, 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 zack. Zack. Und zapp und zapp. Und open it. Warten auf voll, höchst, Mindestwartezeit aus. Zack. Und ein Mechaniker dürfte noch reichen. Brezel mit was Oberzer wäre jetzt toll. Ja, Oberzer ist so eigentlich richtig geil. Aber man darf sich nicht drüber Gedanken machen, was drin ist.
Sollte man nicht tun. Ich glaube, hier drüben wäre ein Getränkestand nicht ganz schlecht. Eistee. Eistee kann man immer machen. Der Vorteil bei dem Turm ist, der ist relativ platzsparend, wenn man sich das so anguckt. Was ist eigentlich die Statistik? Nur das Beste. Also geschmacklich, ja. Geschmacklich gebe ich dir recht. Beim Rest, da denken wir nicht drüber nach. Die wilde Maus, die wäre hier wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Die ist platzsparend. Verhältnismäßig platzsparend. Hier könnte man was Größeres hinbauen. Ich würde mal versuchen, hier irgendwie wieder zurück. Oh Mann. Nein, ach, Banane. Hä? Unsinn. Wilde Maus. Einen wunderschönen guten Abend, Siavo. Hallöchen. Ja, es war Pizza Connection geplant, aber es hat mich nicht gefesselt. Für Leute mit Low-Carb-Diät wäre Oberzer das Richtige. Das ist richtig. Wenn du eine High-Fat-Low-Carb-Diät machst, oder am besten sogar direkt eine ketogene Diät, also dass du keine Kohlenhydrate oder fast keine isst und nur Fett, dann bist du ganz hoch im Kurs. Wir machen dasselbe wie immer. Ich plane die Bahn ein bisschen rückwärts. Zwei, vier, sechs. So. Dann ist zum Glück eine der wenigen Bahnen, wo man wirklich Steilsteilketten machen kann. Können. Ja, das geht.
Ein Drop und dann gehen wir weiter. Hier gehen wir jetzt zwei runter, dann darüber. Dann rüber, runter. Ich habe keine Ahnung, was ich für eine 8 baue. Irgendwas vibriert hier in der Nachbarschaft. Hat einer deiner Nachbarn seinen Alarm nicht ausgemacht oder wie ist das? Ist das zu krass? Lieber eine große Kurve, bevor es nachher zu krass ist. Dann runter, runter, gerade. Runter, runter, gerade. Runter, runter, gerade. So. Okay. Die Leute gucken auch schon. Die sind schon alle gespannt, was ich hier baue. So, das machen wir zu. Dann einmal in die Einstellung. Minenwagen. 7 Wagen, ja, mehr kann ich eh nicht machen. Warten auf voll, Mindestwartezeit 2, höchst 60. Mal gucken. Nee, das klingt wie, als ob einer weit entfernt dauerhaft bohren würde. Aber du redest von einem wirklichen Bohrgeräusch wie, naja, wie zu Hause. Ich kann gar nicht glauben, dass das gar nicht rot wird. Die Achterbahn funktioniert. Wow. Wow, wow, wow. Was ist eigentlich das Ziel nochmal gewesen? Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen muss. Monatliche Einkünfte durch Fahrtickets von 5000. Okay. Lauf die Australier kommen.
Intensität sehr hoch. Okay. Das bedeutet, wir müssen noch eine Bahn bauen für die weichen Gemüter unter den Leuten. Apropos, okay, es wird immer noch alles gebaut. Die Länge der Warteschlange. Ja, was kann ich denn dafür, dass ihr einen Minigolf macht, der die Warteschlange von 12 Milliarden hat? Ihr habt das gebaut, nicht ich. Das ist ein Schild, ne? Das ist totaler Mumpitz. Ich brauche kein Schild. Ich brauche was zur Unterhaltung. Eine Glotze. Und ein Animateur. Das Ding ist, ich habe direkt das Opel-Werk und den Main bei mir. Könnte sein, dass es entweder ein Schiff ist oder beim Opel in der Nachtschicht gearbeitet. Okay. Das ist meine größte Schwäche. Meine Achterbahnen sind auch als Kinderachterbahnen extrem. Naja, aber hier ist es ja keine Schwäche, ne? Also die Leute, die gehen da trotzdem drauf. Also, von daher... Von daher, zack, 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 zack. Und rot. Zack, 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 zack. Twist öffnen. Und hier könnte tatsächlich noch das Ding hinpassen. Gut sogar. Und Geld. Perfekt. Warten auf voll. Höchste Mindestwartezeit aus bei Topspin. Der Weg kommt weg bei Twist. Das gleiche. Warten höchst Mindest weg. Apropos extrem. Kennt ihr den... Euthanasien Coaster oder Euthanasien Coaster. Eine Achterbahn, die gedacht wurde, um dich zu töten. Zieht dich erst 500 Meter in die Luft, dann geht es runter und durch 7 Loopings, die kleiner werden. Warum baut man eine Achterbahn, die einen tötet? Haifisch? Was? Nein? Wie Haifisch? Reni? Haifisch? Ich fahr, du fährst keine Achterbahn. Das war nur ein Konzept, oder? Die wichtigste Frage. Das hat doch keiner wirklich gebaut, oder? Oh. Und die Schiffsschaukel könnte man daneben setzen. Stimmt, man kann ja nur an einer hier platzieren. Die da.
Das Problem ist echt die Positionierung von dem Ding. So beliebt das vielleicht auch sein mag, ne? So bescheiden kann man es positionieren. Habe ich eine andere Position, die vielleicht nicht so groß ist wie die hier? Das hier. So. Geht das? Nee, geht nicht. Kacke. Entschuldigung für die schweren Worte. Ich bin der Hai und du bist der Fisch. Aber Eritos ist ein... genau, ich bin ein Otter. Ja, war nur ein Konzept. Immer voll... Meine Wasserbahnen waren der Shit früher. Immer voll und haben Geld gemacht wie Sau. Wasserbahnen sind auch gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, weil die relativ hohen Durchsatz haben. Aber wenn ihr... Fun Fact zu... Ist keine Achterbahn, ist ein Freefall Tower. Der allererste Freefall Tower hat keine Bremsen. Der funktioniert komplett ohne Bremsen. Ist eigentlich eine extrem, also von der reinen Physik her, super interessantes Prinzip. Ach, was ist das weg da? So. Öffnen und hier in die Lücke. Ich glaube tatsächlich, wir müssen uns mal um Toiletten und so kümmern. Ich kann mir vorstellen, die Leute sind da langsam scharf drauf, Toiletten zu haben. Allein bei dem Wort Freefall Tower schaudert es dir, okay. Ich fand das nur, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. D-Max oder irgendwo anders im Internet. Das Interessante ist halt, das ist halt einfach eine Röhre. Die ist dann 15 Meter hoch oder sowas. Und in der Röhre ist quasi ein, nennen wir es einfach mal, wie ein groß gewordenes Fass, in dem du sitzen kannst. Also einzeln, ein einzelner Stuhl. Und zwischen dem Turm und dem Fass ist ganz, ganz wenig Platz. Und wenn du jetzt mit einem Seil das Fass hochziehst und fallen lässt, wird das Fass alleine durch die verdrängte Luft unter sich so gebremst, dass das als Attraktion funktioniert. Du musst ja nicht draufgehen. Es ist einfach nur so Physikporn, weißt du? Das ist einfach nur interessant, weil es halt... Es hat keine Teile, die kaputt gehen können. Ein Kuchenladen? Ja, pff, gib dir. Gib einen Kuchenladen. Wieso nicht? So, was... Ganz kurz, was sagen wir eigentlich? Ich habe für Minigolf ewig angestanden. Ich, ganz ehrlich. Ich muss die Warteschlange kürzen. Oder Minigolf entfernen. Guckt euch das mal an. Mir ist übel. Wir brauchen mehr Parkbänke. Und Krankenstation. Und Mülleimer. Und Geld. Geld brauchen wir auch. Nur so nebenher. So. Und Rettungsstationen. Hier erstmal eine. Ich würde sowas wie die fahren. Ich würde in das Ding auch nicht einsteigen. Es ist, das gibt's in Amerika immer noch. Das steht da irgendwo rum. Band undicht und du bist tot. Nee, so schnell geht das nicht. Also, solange der nicht die ganze Platte abfällt oder sowas, nee. Da muss das Loch schon recht groß sein, damit das nicht mehr bremst, richtig.
Bahnen, die die Richtung schnell wechseln. Sowas wie eine Schiffsschaukel. Ich kann auch keine Schiffsschaukel fahren. Also ich fahre Achterbahnen, aber ich kann keine Schiffsschaukeln fahren. Dieses Hin- und Hergewippe, das macht mich wahnsinnig. Da wird mir sofort übel. Aber genau aus dem Grund muss Elons Never Gonna Happen Hyperloop auch im Vakuum sein. Hallo? Sind Sie etwa misstrauisch, dass das unser Elon Musk nicht hinbekommt? Wie teuer ist es, Parkfläche zu kaufen? Tausend kostet der Kasten. Das ist ja fast nicht bezahlbar. All hail Daddy Musk. Apropos Fahrgeschäfte. Haben wir schon ein Go-Kart? Nee. Weltraumringe. Das Spiel hat ganz kurz mal gehustet. Also hier könnte man eine Achterbahn hinsetzen. Nur um den Platz nicht zu verschwenden. Hier könnte man Weltraumringe hinsetzen. Ich mag das Gefühl gar nicht, wenn ich merke, dass Gehkräfte mir gegen den Magen drücken. Deswegen auch keine großen Schiffsschaukeln für mich. Okay. Ja, ich habe da... Wie gesagt, Schiffsschaukeln allgemein meide ich. Da komm ich einfach nicht mit klar, sagen wir mal so. Achterbahn, da... Ich habe zwar Höhenangst, ich gehe trotzdem drauf. Ich brauche ein bisschen Überwindung, aber sobald ich einmal drauf war, geht das eigentlich. Ich glaube tatsächlich, wir müssen mal ein paar mehr Personalien einstellen. Minigolf ist total unpraktisch. Ich überlege, das abzureißen. Kann ich Minigolf abreißen? Geht das? Platz schaffen für Fahrgeschäfte, die wirklich Geld machen. Minigolf ist die zweitschlechteste. Was ist denn die schlechteste? Wir fangen die mal ein. Mit der Querstraße. Und was wir machen können, ist an der Querstraße wieder eine Info setzen. Kann ich nicht... die Dinger wegnehmen. Ihr schafft's schon, Freunde. Ihr schafft's schon. Irgend so eine Röhrenachterbahn. Okay. Aber das heißt auch, eine Achterbahn ist tatsächlich eine schlechte Attraktion. Also es gibt eine. Hier können wir eine Achterbahn hinsetzen. Definitiv können wir das. Ganze Geräuschkulisse.
Das ganze Spiel ist pure Nostalgie. Hier ist zumindest die Schlange nicht so groß. Das macht's einfacher. Ich habe auch kein Zeitlimit. Ich muss einfach nur 5000 Dollar mit Fahrtickets einnehmen. Aktuell sind wir bei 1000. 1000, wenn es gut läuft. Aber ich kann die Preise ja auch erhöhen. Langsam, aber sicher. Bei der sich die in einer stehenden Position befinden. Was macht die? Also, pass auf. Wenn du im Grunde genommen OpenRTC gibt dir Verbesserungen am Spiel, also an Spielmechaniken. Das macht das Gameplay ein bisschen angenehmer. Dazu gehört zum Beispiel dieses Menü. Dadurch kannst du halt neben cheaten, das mache ich natürlich nicht. Aber du hast halt so ein paar Bequemlichkeitsverbesserungen. Du hast deine Handwerker, deine Putzleute sind ein bisschen intelligenter in ihrer Wegfindung. Das sind alles so ganz viele Kleinigkeiten. Und was du auch noch hast, ist, du kannst, wenn du Rollercoaster Tycoon 2 und 1 hast, kannst du mit quasi die Szenarien von Teil 1 spielen oder die Szenarien von Teil 2. Es ist halt ganz vielschichtig. Ja, das, genau, das Wichtigste habe ich gesagt. Du kannst es auf dem Windows 10 spielen. Ohne andere Probleme. Die ist teuer. Stahl-Twister-Achterbahn. Ich kann mir vorstellen, die ist lieber nichts für mein Spiel hier. Gut, das hätten wir schon mal. Das ist dann der Eingang. 3, 4, 5, 6. Wie viel sind es jetzt? 4. Gebogener Lifthügel links. Wir nehmen mal 5000 auf. Aber naja, dieser Mod hier macht mal Feierabend bis Mittwoch. Alles klar, Axel. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns Mittwoch. Man hier schon so.
Also wir machen erstmal eine weite Kurve, dann eine engere Kurve. Ganz weird, wie manchmal der Ton aussetzt. Meinst du die Musik? Weil wenn es um die Musik geht, das ist tatsächlich Ingame-Mechanik. So traurig man es auch finden mag. Geht das? Schauen wir mal. Genau, Proximity Sound. Das Feature, was keiner braucht, aber trotzdem da ist. Nee, das ist eine Kurve, die wir so nicht hinkriegen. Aber vielleicht. Passt ganz knapp nicht rein. Mist. Gäste beschweren sich wegen dem Durchsatz der Fahrgeschäfte. Was soll ich dagegen tun, Freunde? Was soll ich schon dagegen tun? Eins, zwei, drei. Gerade. Ach, du liebes bisschen. Mir fällt gerade was auf. Warum hat mir das keiner gesagt bis jetzt? Einen wunderschönen. Eieieiei. Jetzt brennt die Bude, jetzt brennt die Bude. Endlich ist mal Spannung in der Wohnung. Oh Gott, Leute. Mein Hirn funktioniert heute nicht richtig. Wie geht's euch? Meine Stimme versagt gerade irgendwie. Moin Watchmaker, lang nicht gesehen. Kirby Couch, wie geht's dir? Wen haben wir noch? Des Gaming, Brocco, Hallöchen. Q. Ich habe fast Q-Doc gelesen, aber steht Q-Gott. Ein wunderschönen. Hallo Melli. Was hat dir geschrieben? Valorant. Ganz gut ein bisschen Kopfschmerzen. Du hast Valorant gespielt, werde ich auch Kopfschmerzen. Entschuldigung. Wie geht's euch? Wie steht's euch? Was habt ihr Feines am Wochenende gemacht? War ja ein bisschen Zeit für ein bisschen mehr. Warum liest jeder meinen Namen falsch? Ich glaube, das liegt daran, dass Q-Doc im ersten Moment, dass das ist, was den Leuten einfällt. Einfach, man sieht die Buchstaben G-O-D und denkt sich, ah, das muss Doc sein. Und dann ist es falsch rum.
Wochenende war 20 Stunden Sith-Event. Eher noch davon. Eieiei. 20? Warum 20? Waren 20 Stunden am Ende rein zufällig 20 Stunden oder war das geplant für 20 Stunden? Zufällig, okay. Aber ich finde es gut, dass ihr den Big Head-Modus angemacht habt. Jetzt habe ich wenigstens mal Verstand bei dem Spiel. Und vielleicht schaffe ich es, so die Achterbahn auch geschickt zu Ende zu bauen. Ich gehe nicht davon aus. Aber das wird mich nicht davon abhalten, hier irgendwas zusammenzuschustern. War nicht geplant, ging leider so lange. Ja, Civilization kann auch sehr lange dauern. Das weiß sogar ich. Das weiß sogar ich. So. Ich mach gleich etwas, was ich immer mache jetzt aktuell, wenn mich einer raidet. Ich will nur die Achterbahn kurz zu Ende bauen. Und dann springen wir einmal. Warum kann ich denn keine Kurve in die Richtung machen? Hä? Ach so. Weil wir quasi gerade zu früh waren. Das Spiel verwirrt mich gerade ein bisschen. Okay, da sind wir auf 15 Metern, hier sind wir auf 10. Kommen wir da irgendwie runter? Ihr müsst mir was erklären, liebes Couchgemüse. Ich gucke ja immer wieder bei euch rein. Ich schreibe halt nur nie was. Ich bin halt so ein ekliger Lurker. Ich schreibe halt nicht. Das, naja, ich weiß nicht. Habe ich auch früher schon nicht gemacht. Kirby Couch. Dann vielleicht, Broko, vielleicht bleibst du noch. Wieso seid ihr jetzt nur noch zu dritt? Ihr, weiß ich nicht. Werdet ihr nach und nach in Suppe verwandelt oder was ist los bei euch? Da kann man sich schon mal Sorgen machen. Diese Achterbahn wird bestimmt total spannend für niemanden, weil alle sterben, wenn sie drauf fahren. So. 10,5. Gerade. Die Kurve kann ich nicht bauen. So. Nee, das muss nicht abgehen. Das kann gerade gehen. Gerade. So. Wer in drei Teufelsnamen möchte mit so einer Bahn fahren? Ne, gerade und so. So. Jetzt müssen wir verbunden sein. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Achterbahn, die wir gebaut haben, nicht komplett vernichtend ist für alle Leute, die fahren wollen. Erstmal den Ausgang, den setzen wir dahin. Den Eingang setzen wir hier hin. Und so. Wir brauchen das sind jetzt 6 und wenn ich sind es 8. Ne, wir nehmen 8. Warten auf voll, Mindestwartezeit 3 Sekunden, höchste Wartezeit 60 und testen. So, also, was steht denn da? Knofi hat es keinen Spaß mehr gemacht, deshalb ist er ausgestiegen. Ah, okay. Ich finde das immer schade. Ihr wart für mich so ein Dreamteam.
Aber okay, Kirby, wenn du fertig bist und ins Bett willst, wünsche ich eine gute Nacht und vielen Dank für euren Raid. Und ich hoffe, deine Kopfschmerzen sind morgen weg. Denn morgen beginnt ja, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, eine neue Arbeitswoche. Da ist es, glaube ich, nicht gut, wenn man Kopfschmerzen hat. Ja. So, aber was wir jetzt machen, für alle, die gerade bei mir vielleicht zuschauen und das Couchgemüse nicht kennen, machen wir Folgendes. Wir springen einmal kurz zum Couchgemüse. Hauptsache, ich sehe. Hauptsache, mir wird da einer vorgeschlagen, der hat einen Tanktop an, was dem quasi am Bauchnabel hängt. Und ich denke mir, warum? Der hat einen Tanktop an, was dem quasi. Ja, genau, bring mich selber an. Junge, Junge, Junge. Also. Beliebte Clips. So. Top der 30 Tage. Einmal hier hin. Beim guten Couchgemüse. Falls einer den noch nicht followt, der mir followt und gerade zuschaut, gerne auf Follow drücken. Es sind nur noch drei, aber trotzdem sind es drei lustige Zeitgesellen. Was haben wir denn da? Da ist keine Folie. Ins Bett machen. Wer von euch macht denn ins Bett? Ich hoffe nicht wirklich. Ist halt nicht da. Da ist keine Folie. Kratz mal bitte ganz doll. Ja, ja, da ist Folie. Da ist nicht da auf dem blauen. Das, nee, oder? Nee! 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 Was, das blaue ist die Folie? Woher sollte ich denn das erahnen, dass das blaue die Folie... Ich dachte, nee. Das ist ein Gimmick! Ich dachte, das ist ein Gimmick, dass es blau ist. Oh Gott, nein. Ich dachte, das soll blau sein. Du hast es das ist... wie oft angeschaut und du hast... Oh Gott. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Okay. Jetzt muss ich mir gerade selber gucken. Ich habe keine Folie mehr drauf. Glück gehabt. Oh je. Wir werden jetzt auch nicht mehr lange machen, wir hatten jetzt vor, langsam ins Bett zu machen. Ja, eigentlich. Nein. Oh nein. Erst in die Schmiede, nee, jetzt ins Bett. Nee. Das klippt wieder irgendwer, oder? Bitte. Natürlich. Nein. Die Versprecher. Die guten alten Versprecher. Ein Klassiker, wie oft ich das nun schon gesehen habe bei verschiedenen Streamern. Ja, Folie, also, das übersieht man halt auch gerne mal, ne? Da muss man ehrlich sein. Garantie 24 Stunden bei 1000 Followern. 24 Stunden bei 1000. Einfach mal. Ne? Einfach mal droppen. Ja. Einfach mal droppen. Achso, es ist geklippt, damit es keiner vergisst. Ich verstehe. Du lässt deine Folie mit Absicht drauf. Naja, ist auch sicherer mit Folie, ne? Weiß man ja. So. Wer weiß das nicht? Mit Folie ist es immer sicherer. Da gibt es keine ungewollten Ergebnisse, ne? So. Ja, ich kann ja nicht bauen, wenn Pause ist. Aber falls noch einer vom Couchgemüse jetzt dabei ist, herzlich willkommen bei uns. Heute ist Retro-Montag, also keine Sorge, hier gibt es nicht immer nur Retro-Spiele. Falls man da vielleicht Angst vor hat. Montags ist aber der Retro-Tag. Da spielen wir immer mehr oder weniger mit Inspiration von den Zuschauern oder der Community allgemein. Ausgewählte Juwelen der Spielegeschichte. Und aktuell ist es offensichtlich Rollercoaster Tycoon. Wir haben heute angefangen mit Pizza Connection 2. Aber ich muss nach so ungefähr 2,5-3 Stunden zugeben, dass mir das Spiel gar nicht so viel Freude gemacht hat, wie ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass das Spiel mir im Gedanken, kennt man wahrscheinlich, dass das Spiel im Gedanken viel schöner war, als es tatsächlich war. Das ist so dieses klassische Prinzip auch, dass ich das Gefühl hatte, Milchschnitten waren früher größer. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht, aber ich habe das Gefühl, Milchschnitten waren früher größer. Und, ja, Pizza Connection war halt am Ende
Okay. Deswegen haben wir es nicht weitergespielt. Und das nächste Retro-Projekt ist höchstwahrscheinlich ein Point-and-Click-Adventure. Und zwar Blade Runner. Das hat ein Zuschauer vor ungefähr 2 Wochen empfohlen, glaube ich. Und sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Zack, öffnen. Warum haben die eigentlich alle rot an? Ach so, vom T-Shirt-Shop. Warum haben die alle die gleiche T-Shirt-Farbe an? Ja, weil die alle T-Shirts im Park kaufen. Könnte man drauf kommen. Da die Statistik. Hoch, mittel, niedrig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Für den Spaß danach gibt es immer noch den Urologen. 380 Euro und man ist dabei. Ist das jetzt der Preis für eine Vasektomie? Was kostet denn beim Urologen 380 Euro? okay. Aber ist das nicht unterschiedlich, basierend auf der Kindersituation von dir? Wird das nicht von der Krankenkasse bezuschusst, wenn du schon 2 Kinder hast oder so? Was für Fragen hast du denn, lieber Bedgamer? Nö, okay. Mir ist übel. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob ich gegen Übelkeit einfach die Dinger bauen muss. Oder ob es da irgendwas anderes gibt. Das ist mir noch nicht ganz sicher. Verhütung von der Frau muss man ja auch bis ans Ende selber zahlen. Ist die Pille nicht Krankenkassen unterstützt? Nee, später nicht mehr, glaube ich. Nee, da gebe ich nicht. Stimmt. Später nicht mehr. Soll ich meinen Papa fragen, ob es bei ihm bezuschusst wurde wegen 2 Kindern? Ja, frag mal. Frag mal, wie das bei ihm so aussah. Ich glaube, die meisten Couchgemüse-Zuschauer sind alle wieder gegangen, weil ich kein Valorant spiele. Valorant ist, glaube ich, auch so ein Community-getriebenes Spiel, oder? Das ist für mich so ein Brief mit 7 Siegeln. Genau wie League of Legends oder Dota 2 oder you name it. Es gibt ja wirklich Leute, die gucken sich das den ganzen Tag an. Kann ich sagen, vorher rasieren ist Pflicht. Teamfight Tactics? Nein. Den Namen kenne ich. Gespielt habe ich es noch nicht. Wir brauchen mehr Bahnverkäufe. Bahnticket? 1300. Geht die trotzdem rein bei 2,50? Ja. Und ich würde sagen, wir bauen direkt davor einen Geldautomaten. Dann können die Leute sich einfach das Geld abheben, falls sie nicht auf die Achterbahn kommen. Ist das nicht drin, wenn sie dir den Sack aufschneiden? Naja, die Frage ist, ob du das möchtest, ne? Ob du da nicht lieber selber was machen möchtest. Sehr erwachsene Themen auf jeden Fall heute. Sehr erwachsen, Freunde. Den habe ich
Doch, da habe ich den gebaut. Die Schiffsschaukel haben wir, die haben wir, den haben wir noch nicht. Dann platzieren wir den mal irgendwo, wo Platz ist. Dies macht keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Am meisten Sinn macht es irgendwie hier. Bis 33 Meter. Dann gibt es den Eingang hier und den Ausgang da. Dann kommt der Weg so. Und welche Farbe hat das Ding? Wahrscheinlich wieder rot, ne? Sind die ja meistens. Das weg, das weg. Öffnen, warten auf voll, Höchstwartezeit, Mindestwartezeit kann weg. Selbst aufschneiden, nein, danke. Nicht selbst aufschneiden, selbst rasieren. Ah, Bad Gamer. Oh Gott. Ich glaube, das ist auch von der Perspektive echt doof. Du kannst da, du siehst das ja nicht. Und die ganze Zeit über den Spiegel hocken ist, glaube ich, auch nicht so angenehm. Die Vasektomie war ein erotisches Erlebnis. Akutenshi, ist das nicht eigentlich dann blöd? Weil du machst das ja, damit erotische Erlebnisse einfacher sein können danach. Aber wenn das das erotischste Erlebnis ist, dann ist das irgendwie eher kontraproduktiv, oder? Oder findest du nicht? Und Bad Gamer, ich erwarte nur das Beste von dir. Nur das Beste. Und bis jetzt lieferst du. Seafood? Seafood. Wer möchte kein Seafood in der Wüste? Weil wenn ich in der Wüste, wo dann? Ich glaube, ich könnte mal eine Werbung schalten, oder? War das nicht hier? Ah ne, das war im Geldmenü, oder? Ah, da war's. ...5000 mit Parkeintrittskarten. Das ist schon eine harte Nuss. Das ist schon eine harte Nuss. Also wir müssen nach und nach, glaube ich, mehr Platz kaufen, weil... ...alles andere macht keinen Sinn. Nur das Beste, jetzt werden Erwartungen gestellt. Wieso denn Erwartung? Ich kann auch da, also, ich glaube vom Humor her verstehen wir uns sehr gut. Deswegen, wenn ich sage das Beste, dann du lieferst bis jetzt gut. Schwarzer Humor, was braucht man mehr als schwarzen Humor? Sowas wie Ricky Gervais. Einfach der Beste. Einfach der Beste. Ich bin nicht hungrig, okay? Mir ist übel. Was mache ich gegen die mir ist übel, Leute? Rollercoaster Tycoon 2. Übel. Was ist das? Krankenstationen? Bänke? Was machen wir da? Um den Übelkeitswert ein bisschen zu verringern, muss man die Geschwindigkeit von den Lifthügeln auf die langsamste Geschwindigkeit machen. Und die Kurven, die noch nicht abgeschrägt sind, abschrägen. Okay. Also kann ich das gar nicht mit irgendwelchen Stationen noch gegen triggern. Schade. Ich reiße das Minigolf-Ding auch ab hier.
Guckt euch den Unsinn an. Das ist doch Müll. Ich muss nur kurz warten, bis alle hier rausgegangen sind, weil sonst haben wir den Salat, dass die wieder hier durch die Gegend wandern. Die üble Leute rauswerfen. Oder in die Achterbahn geben, die keine Endstation hat. Nee, das hatten wir doch letztes Mal schon. Wo ich mich gefragt habe, warum die alle so traurig sind und so böse auf den Park. Und dann hab ich einfach gesehen, dass ich, naja, keinen Ausgang hatte. In einer Bahn. War suboptimal. Wir brauchen mehr Achterbahn. Umgekehrte. Die Fahrgäste sitzen unten. Die unter den Schienen hängenden und durch riesige Schleifen, Kurven und große Gefälle rasen. Das ist leider alles nicht wirklich baubar für mich. Ich habe keinen Platz dafür. Kinder, Mini. Umgekehrte Haarnadel. Einzelne Wagen fahren unter einer Zickzackstrecke mit Haarnadelkurven. Und steilen Gefällen. Ah. Wagen mit Drehgestell fahren auf einer Holzstrecke und rotieren dabei auf speziellen Umkehrabschnitten. Oh Gott, oh Gott. Eine Wasserbahn könnten wir eigentlich bauen. Splashboote. Cool. Double Drop. Da hoch, runter und dann nochmal runter oder wie sehe ich das? Ja. Das bringt mich auf eine Idee. So, das und Minigolf. Weg damit. Braucht eh kein Mensch. Super. Es war doch klar, dass das passiert. So, das hätten wir. Jetzt nehmen wir die Abrissbirne und säbeln hier einmal durch. Minigolf nimmt unheimlich viel Platz ein, dafür, dass es eigentlich gar nichts bringt. Das kommt weg, das kommt weg. So, Wasser, kann ich das entfernen? Oder muss ich dafür einfach Erde aufschichten? Einfach Erde aufschichten. Nuppa. So, perfekt. So kriegen wir diese Wasserbahn.